Herzlich willkommen hier zur Tellerübergabe in der Red Bull Arena. Wir haben heute 5 Tore gesehen von unseren Jungs und in dieser Saison war gespickt mit Toren. Über 100 waren es an der Zahl und ihr konntet bei uns auf der Instagram-Story wählen, was sind denn die Top 8 Tore. Und da zeigen wir euch jetzt gleich Tor 8 bis 5. Zwei Tore von Patzen und Dacker, Tor Nummer 8 und Tor Nummer 5. Patzen, all our viewers on Instagram voted 2 goals of you for one of the best 8 goals this season. So now it's the championship, it's almost over. Yeah? So what are your feelings right now? Well, I feel so proud and so happy. Like it's had, so far it has been an unbelievable season. For me and for the team, it wasn't easy, but I think we did a lot of things right. And I think also, yeah, the support that I got from my teammates, I think it was amazing. And I really appreciate it. I wouldn't have done it by myself, but with the help of the team, I think it has been so easy to achieve what we have achieved so far. Especially. The last part of the season was not so as we expected. So how much was the thing that no fans are in the stadium, how negative was this for you? Well, it was a strange feeling for me and for the team, because we are used to play with our fans here, and they are one of the reasons why we play football, and missing them, it's something that we are not used to, and but something that always motivates us and pushes us is to know that they are out there at home watching us, they are supporting us. They may not be with us here, but they are always in our hearts. We can hear their support always, and it gave us a lot of reasons to deliver every day. So I think, yeah, it has been a strange feeling, but always we knew that we have to do it at the end of the day. But the championship is after seven times again now in Salzburg. So thank you, Patson, and I think it's time to celebrate right now. Yeah, of course, that's, it does come back where it belongs. So, also, Patson geht jetzt gleich feiern. Bevor wir die Telleraufgaben, den Teller an unsere Mannschaft rübergeben, haben wir aber noch natürlich die nächsten Plätze. Hier sind die besten Tore, die ihr gewählt habt, die Plätze 4 bis 2. Was waren das für Szenen in Liverpool? Erinnern wir uns alle noch gerne daran. Also eine Saison voller Highlights, eine Saison voller Tore, voller Emotionen.
in der allerdings nicht immer alles glatt gelaufen ist. Am Spielfeld fast alles, so vor der Kamera nicht unbedingt. Und auch dieses Jahr, es ist ja schon eine schöne Tradition, wollen wir euch natürlich zeigen, die Dinge, die wir eigentlich nicht zeigen wollten. Hier sind die besten Hoppalas aus dieser Saison. Wir haben hier Spaß beim FC Red Bull Salzburg. Spaß. Warum nicht? From the beginning. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die Partie? Ich hoffe, es ist... Ja, Dani, dann musst du halt mal dazukommen. Ey, ehrlich, ey. Er reißt dir ja immer das Mikro hier an. Hat schon Tradition, Herr Junusovic. Du bist ja auch schön bei der Sache, ne? Hoffentlich ist er morgen nicht so unkonzentriert. Ja, das musst ja dann du in der Hand haben. Halt ihn im Griff, Alex. Das ist Salzburg. Das ist Salzburg. Okay. And the fun we had together with this is Salzburg. Jedermann, this is Salzburg. Salzburg. Jedermann, das ist Salzburg. Was? Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf eure Fragen. Bitte. Dann sagen wir danke fürs Dabeisein. Bitte. Sladi war das für Sladi? So hoch? Du dich, geh zurück. Du sagst, du gehst schon weiter vor. Nein, zurück, so bleibst du stehen. Ich höre das immer. Ah, Walsch, schon wieder. Siehst du, immer du, immer Walsch. Du schaffst nicht mal in die Einserhösche. Du musst dich mal qualifizieren. Ja, das sagt. Okay, hang on. Du bist Erster geworden, Albert? Hey! Okay, ready? We had a lot of fun. We hope that... I don't like that. Let's try again. Natürlich konnte ich das Turnier gewinnen. Das stimmt doch ja nicht! Du bist Letzter geworden, du Vogel! So, also die besten Hoppalas aus dieser Saison. Jetzt kommen wir zum Megator. Ja, also es war, glaube ich, für unsere Fans keine großartige Entscheidung, diese Entscheidung zu treffen. Was das Tor des Jahres wird, nämlich dein absoluter Kracher, Sladi. Wollen wir uns dieses Tor einmal gemeinsam nochmal anschauen? Hinter dir haben wir einen Monitor. Schauen wir uns dieses Tor nochmal an. Also. Den hast du aber auch, muss man sagen, also besser kannst du ihn nicht erwischen. Kann man das so sagen? Ja, das stimmt. Ja, besser kann ich ihn nicht erwischen. Und ja, freut mich, dass es auch geklappt hat. Mit dem Schovo kurz davor halt gesprochen, dass wir den Raum ausnutzen, der frei war. Und ja, dass ich ihn so treffe, ist natürlich auch ein bisschen Glück, aber das gehört hier und da mal dazu. Freut mich, dass der so reingegangen ist. Und ja, ich habe mir das Tor, ich weiß nicht wie oft, schon angeschaut. Ich kann es mir immer wieder anschauen. Und ja, ist einfach, läuft einfach rund, passt zu der Saison, weil war eine großartige Saison von der ganzen Mannschaft, von der ganzen Truppe, von der Atmosphäre her, von der Leidenschaft, Mentalität her. Das haben wir uns verdient und wir können wirklich stolz sein und jetzt mit erhobenen Hauptes den Teller stemmen. Ja, der 7. Titel in Folge, was löst das in dir aus, wenn das 7 hintereinander sind? Ja, das ist schon, ja, es ist schon außergewöhnlich und es ist auch nicht so einfach, wie jeder glaubt. Jeder natürlich, wir haben diesen Druck, dass jeder glaubt, dass wir von vorhinein immer Meister werden, aber wir müssen extrem viel dafür arbeiten und so leicht und so einfach ist es nicht, weil die anderen Mannschaften auch Qualität haben, hat man auch in dieser Saison gesehen und von dem her ist es ein hartes Stück Arbeit, aber wir glauben an uns, wie schon gesagt, wir haben die Mentalität dazu, man sieht es auch heute gegen Sturm, wir stecken nicht auf, wir wollen immer gewinnen. Und das zeichnet diese Mannschaft, diese Truppe aus und deswegen, ich bin sehr stolz auf die Jungs. Verdient den Teller, es gibt ihn gleich in wenigen Minuten. Ich danke dir, Sladi, fürs Reinkommen. Danke auch. Und jetzt haben wir irgendwo noch den Jesse. Ja, Jesse ist noch drüben bei den Kollegen von Sky. Ja, was wir uns natürlich noch anschauen können, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist heute, das Spiel ist heute von unserer Mannschaft schon im neuen Dress für die nächste Saison gespielt worden. Ja, den gibt es natürlich schon käuflich zu erwerben. So schaut er aus, hier nochmal ein kleiner Hinweis. Thank you.
Orange Team. Jesse Marsch ist jetzt bei uns, der Meistertrainer. Jesse, für dich auch heute ein besonderer Tag. Es ist dein erster Meistertitel überhaupt. Wie fühlt sich das an? Ja, ich freue mich sehr. Und, aber Meister für die, alle diese Jungs und die Arbeit, die sie haben gemacht. Und die Einstellung und Stimmung in der Gruppe war immer so stark. Und es ist ein großer Teil für den Erfolg von unserer Saison und von diesem Verein. So viele gute Leute, so viele gute Arbeiter. Und ja, es ist relativ einfach, ein Trainer hier zu sein. Jetzt ist natürlich das Thema Feiern so ein Ding in dieser Zeit ein bisschen schwierig, aber ich habe gehört, heute wird schon noch ein bisschen gefeiert, oder? Ja, wir hatten eine große Feier am Sonntagabend auch, aber das war nur mit Spielern. Ich denke, wir bekommen den Teller. Ja. Und es ist ein gutes Gefühl und wir müssen jubeln, genießen die Zeit heute mit Familie, Betreuer. Ich denke, so viele hat ein Teil von diesem Meister. So, wieder, ich freue mich sehr, hier zu sein und ja, sehr, 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 sehr glücklich. Dann will ich dich gar nicht länger aufhalten, denn es gibt jetzt gleich den Meisterteller. Ich darf dich bitten, gleich zu deiner Mannschaft rüber zu gehen. Danke, Jesse. Okay, vielen Dank. Bundesliga-Saison 2019-2020. Der Teller geht zum siebten Mal nach Salzburg. Es wird Zeit für die Meisterehrung, vorgenommen von Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer. Mit der Nummer 1 als erster dran, unser Goalie Zizan Stankovic. Nummer 3, Maschid Ashimero. Mit der Nummer 5, Albert Walci. Die Nummer 6, Jerome Onguene. Nummer 7, Siku Koita. Unsere Nummer 8, Mergim Berisha. Hier ist unsere Nummer 9, Hee-Chan Wan. Unsere Nummer 14, Dominik Schomoslai. Die 15 hat André Ramaglio. Die Nummer 16, Slatko Junuzovic. Die Nummer 19, Mohamed Kamara.
unsere Nummer 20, Pazundaka! Die 23 hat Philipp Köln. Die 25 gehört Patrick Farkas. Die 27 Karim Adeyemi. Nummer 28 Antoine Bernet. Antoine Bernet! Toni! Die Nummer 31, Carlos Coronel! Die 33, Alexander Walke! Die 37, Masaya Okugawa! Die 39, Maximilian Böber! Die 43, Rasmus Christensen! Nummer 45, Enoch Mwepu. Die 77, Noah Okafor. Wir sind bei den Trainern, unser Torwarttrainer Herbert Ilsanka. Unser Athletiktrainer Sebastian Kirchner. Unser Reha-Trainer Ralf Neumann. Unser Co-Trainer Frankie Schima. Und René Aufhauser. Und das gesamte Betreuerteam des FC Red Bull Salzburg. Alle Betreuer. Und er ist der Meistertrainer, Jesse Marsch. Und zum Bundesschluss unser Kapitän, der gleich den Teller bekommt, unsere Nummer 17, Andy. Champions!
fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. Selben Treffpunkt wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den Rheinterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik. Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. Genau dort, wo ihr normalerweise seid, in der Nordkurve, und zollt euch Tribut, auch wenn ihr heute Abend hier nicht mit dabei sein könnt. Es war, wie gesagt, eine Saison voller Highlights, eine Saison voller Tore. Über 100 sind es gewesen, und wir hoffen natürlich alle, dass wir euch dann im September hier wieder im Stadion begrüßen können, wenn es wieder losgeht. Wochenende 12. 13. Schauen wir mal, ob das gleich, erste Spiel gleich hier ein Heimspiel wird. Und wir halten die Daumen, dass alles gut geht. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne fußballfreie Zeit, wenn man das überhaupt aushalten kann. Und verabschieden uns hier mit den Highlights aus dieser Saison 2019-2020. Macht's gut, bis im September und gesund bleiben. Fight. Here we come. Here comes that corner. Here we come. Ich fasse es.
wollten einfach den Kindern eine kleine Freude machen vor Weihnachten und eine Stunde Zeit kann jeder von uns investieren. Immer nur Pressing, 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 Pressing. Also das ist ein Schlagwort, glaube ich, für die Woche. Ja, hoffentlich wir sind ein bisschen nahe und bereiter für September. Und Männer, wir sind bereit. Für diesen Moment, wir sind bereit. I think our fans can go home and be proud. You know, be proud of the performance and really enjoy the experience of being here.